Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenbericht aus dem Zen Garden Paraguay. Ja, was gibt's diese Woche? Viele schöne Fortschritte und die auch wirklich visuell toll zu sehen sind. Und damit werde ich auch gleich anfangen. Und noch eine Sache, bevor ich das wieder vergesse. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann am Ende bitte Daumen hoch hier unter dem Video. Und wenn Sie noch nicht zum Kreis unserer Abonnenten gehören, dann bitte auf jeden Fall auch gleich das Abo nehmen hier bei YouTube. Und Sie werden automatisch informiert, wenn wir ein neues Video live stellen. Aber jetzt machen wir unseren Rundgang im Zen Garden. So, und jetzt schauen wir uns das Dach an, nachdem es 2 Tage getrocknet ist. Und es sieht so aus, wie es sich gehört. Man kann drauf rumgehen, es ist stabil. Und man sieht, hier werden schon die Säulen weiter nach oben gezogen, eben für den ersten Stock. Auch hier werden die Vorbereitungen bereits getroffen. Ich gehe mal davor, ja genau, hier für die nächste Säule hinten im Eck. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Säulen dann fertig sind, irgendwann kommt dann auch die Treppe dran. Hier für das Bad die Abflussrohre, dass die noch mit reingelegt werden können. Es sind die Aussparungen da. Das sind die Enden für die Elektroleitungen, für das gesamte Licht. Ist schon wirklich toll, das erste Mal hier drüber zu gehen. Ja, es ist das erste Mal. Ich bin gerade hochgeklettert und gehe mit Ihnen hier das erste Mal selber auf der Zwischendecke spazieren. Ja, in der Ferne sehen Sie auch gut, dass... Und der Kinshu hier aus der Nähe. Übrigens, hier die 2 Ventilatoren. Und Sie sehen, die Erde ist drin, die Erde ist festgeklopft, festgestampft. Jetzt warten wir nur noch drauf, dass die nächste Schicht aufgetragen wird. Und dann können auch schon die Fliesen drauf. Wunderbar. Ja, und hier, ich gehe mal näher hin. Die Fortschritte des Empfangs und des Haus des Capatas. Man sieht zum Beispiel hier, Fenster ist schon drin, schön getönt. Der erste Raum ist schon fertig verfließt. Und man sieht auch schon, die Fugen werden auch schon angebracht, also verfließt und 3/4 schon verfugt. Ja, die Türe hängt hier drin, auch hier man sieht den Türrahmen. Da müsste auch irgendwo eine Türe zu sehen sein, genau, da ist sie. Der Außenventilator, der Eingang in die spätere Wohnung oder ins kleine Bungalow vom Capatas. Hier oben der Ventilator ist auch schon ganz fleißig. Und hier kommt eine Klimaanlage hin. Und das ist der Wohn-Ess-Bereich, wo wir gerade waren. Und hier das Schlafzimmer. Da fehlt der Ventilator noch, aber hier kommt neben dem Ventilator hier auch noch mal eine 2. Klimaanlage hin. Auch hier ist das Fenster schon drin. Was übrigens hier vor dem Fenster passiert ist, die ganzen Fenster haben einen kleinen Rahmen, den lassen wir weiß streichen. Das Haus selber wird ja ocker. Das sieht wunderschön aus. Und der Arbeiter gerade, der macht diesen Rahmen. Das heißt, der wird mit Zement um das Fenster herum zementiert, verstärkt. Und nachdem der dann trocken ist, wird der weiß gestrichen. Und dann hat man so einen hervorstehenden weißen Rahmen. Also es wird nicht nur Farbe um das Fenster herum gemacht, sondern wie gesagt, das ist wirklich so ein Rahmen. Auch ja, nicht nur von der Optik, sondern eben auch vom Anfassen. Und genau das macht der Arbeiter, den wir gerade gesehen haben. Ja, eine weitere Kleinigkeit, was sich getan hat. Sie sehen, der Haupteingang ist vollständig fertig. Ich bin heute auch schon gefragt worden, ob Sie die Lampen von mir haben können, die wir uns ausgesucht haben. Habe ich auch schon gerade vorhin mitgebracht. Und Sie sehen hier,
Wir haben hier nochmal eine Verlängerung der Mauer gemacht, weil hier das Einfahrtstor, das ist übrigens auch schon fertig, wird aber noch nicht geliefert, denn hier unten fehlt noch die Führungsschiene. Und unser Architekt hat uns nämlich in letzter Minute gesagt, ja, die Führungsschiene ohne der Mauer anzubringen wäre schlecht, denn die Erde würde die Führungsschiene immer wieder wegdrücken. Das muss stabilisiert werden und dazu brauchen sie eine Mauer. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann bauen wir eben nochmal 6 Meter Mauer. Jetzt wissen sie, wie viel Mauer das genau hier sind. Ja, hier wird dann auch eben eine Führungsschiene, hoffentlich nächste Woche angebracht. Und dann kann unser Schlosser endlich das große Tor liefern. Wie gesagt, den Eingang, den hat er schon vor ein paar Wochen geliefert. Sollten sie im Bautagebuch auch gesehen haben. Da war ich an einem Samstag da. Und jetzt gehen wir noch einmal ein bisschen weiter Richtung dem Gartenteil. Denn da wurde heute, das habe ich vorhin gesehen, da wurde die Führungsschiene angebracht für das Tor. Und das ist das kleine Tor. Und das zeige ich Ihnen jetzt auch noch. Ah, genau, hier sehen Sie, die Herren sind dabei. Das ist die Führungsschiene für den Garteneingang. Und es geht nach links auf, von innen aus gesehen. Und die Ziegel, die da liegen, das wird eine kleine Umrandung. Weil Sie sehen ja, es geht hinten, das Grundstück ist ja leicht abschüssig wegen dem Regen, habe ich schon öfters erzählt. Damit aber beim Regen die Erde nicht auf die Führungsschiene kommt, weil dann können Sie das Tor nicht mehr aufmachen, bauen wir hier eine kleine Mauer drumherum. Und Sie sehen das, da liegen die Ziegel und da wird alles vorbereitet, dass eben hier die Führungsschiene immer ja, erdefrei sein kann. Ja, das war's für heute. Hier nochmal ein Blick zu unserem Lagerhäuschen und auch der Garten, der, naja, Sie sehen schon, es grünt und blüht und ja, ich kann einfach nur sagen, eine tolle Angelegenheit, dass wir auch schon in der Bauphase hier mit ein paar kleinen Beeten, ich meine 4 Stück, Sie sehen es selber, schon anfangen konnten, das Ganze mal auszuprobieren. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn hier alles fertig ist nach der Baustelle, wenn wir hier noch ein bisschen mehr anpflanzen können und dann werden wir das Ganze hier auch nochmal überarbeiten. Ja, hier nochmal auch aus der Ferne, wie das erste Doppelhaus aus der Ferne aussieht. Natürlich jetzt nur in dem Zustand, wo die Säulen gegossen sind. Aber Sie sehen schon, es nimmt alles wunderbare Formen an. Ja, hat Ihnen das Video gefallen? Dann Daumen hoch. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder vorbeischauen. Ihr Zen Garden Team Paraguay. Bis dann. Tschüss.